Happy Birthday, 19.06. Meiner einer, gut. Zuerst für die bösen Menschen. Ich mache dieses Video, weil wir in einer Zeit digital leben. Und ihr nun mal böse Menschen seid, niederträchtige Menschen seid. Und ihr jetzt in der Digitalzeit einem so richtig auf den Sack gehen könnt. So. Aber es soll mir egal sein. Jedenfalls habe ich euch auch gegrüßt. Alle Sackgesichter dieser Welt. So, und jetzt widme ich mich derer, die mich seit 0 Uhr und einer Minute gratulieren. Warum gratulieren sie? Ja, warum wohl? Sie senden mir auch immer so schöne Sachen hier. Besonders das hier ist sehr oft gekommen. Das nicht, ist klar. Müsst ein paar Sekunden warten. Wie gesagt, heute ist der 19.06. und das. Die Ideen sind unsere wertvollste Ressource. Und am 19.06. ich lasse das Video so wie es ist. Das ist kein ich mache dieses Video zur Erinnerung, weil Facebook hin und wieder mal Erinnerungen raushaut. So, heute ist der 19.06. Ich gedenke aber an Götz George, ein verdammt guter Schauspieler, der ausgerechnet heute an diesem Tag verstorben, mit weit über 70. So, ein Herr Johnson in England, Ministerpräsident, hat heute am 19.06. Geburtstag. Ein Herr Gaddafi, der auch sehr trächtig in Erinnerung hat oder hätte heute Geburtstag. Auch er wäre über 70. So, Johnson, Gaddafi, Götz George, der verstorben, nicht Geburtstag, der hat einen anderen Tag. So, ich habe um 0 Uhr und eine Minute mal wieder heute am 19.06. meinen persönlichen. Und es geht wirklich die ganze Zeit. Bin gut, also ich freue mich jetzt gerade, dass jetzt gerade Ruhe ist. Ich hatte mir gedacht, komm, mach mal einen Videoclip. So, jeder von euch hat an einem Tag Geburtstag und jeder von euch ist vielleicht jetzt in einem euphorischen Alter, wo er das gar nicht so eruiert, wo er es gar nicht so bemerkt. So, ich erinnere mich jetzt an meinen 60. Wo ich wirklich 40 Jahre im Beruf, 10 Jahre vor Ort in einem Shop, 5 Stunden mit einem Oldtimer bei so einem gigantischen Wetter so wie heute. Heute ist der 19.06.2021, meiner einer vollendet, 62, geht jetzt in 63 und hat noch genügend Jahre, weil heute mit 65 möchte ich dann sicherlich mal ein super Video machen. So, ihr seht hier, David, also 2020, ja, wie ich das 60-Jährige vollendet, 61 Jahre wurde, hatte ich ganz viele Gratulanten aus Cobra 11, weil es war ein hartes Jahr mit Corona. Ich war selber leider in der Uniklinik und wie ihr seht, bin ich verdammt dünn geworden. Deswegen mache ich das Video. Es soll auch eine kleine Erinnerung sein. Ich habe ja vieles erlebt jetzt seit 2020. Also, wir haben das Pfefferkorn aufgelöst. Das waren über 40 Jahre ein Treffen, wo auch Arnold Schwarzenegger war und diverse andere. Ja, es waren also große Größen in diesem Restaurant zugegen und Ralf Möller erinnert, also im Jahre 2020, Ralf Möller, dann wie gesagt Arnold Schwarzenegger, sogar Stallone, so, das sind gewisse Hausnummern. Dann hatte man noch das große Glück, Disney Plus ist da gerade mal so erschienen und all solche Sachen. Man hatte noch so ein Flair von Star Wars. So, wir schreiben jetzt das Jahr 2021. Es läuft so langsam aus mit Corona. Natürlich will man uns was Neues aufs Auge drücken, ist klar. So, noch einmal. Heute, 19.06, meiner einer feiert 24 Stunden Geburtstag für sich in Ruhe, hat es euch vorgestellt für die Nörgler und so. Wir haben eine bunte Welt. Ja, zum ersten Mal kann man ja vor laufender Kamera was machen, die Leute in Erinnerung bringen. Den Leuten Dankeschön sagen. Jeder Einzelne, der das Video jetzt durch Zufall sieht, kann ich wirklich Danke sagen, ob er dafür oder dagegen.
Ihr habt also viele Sachen gemacht. Ich hatte ja sehr viele Querulanten, bis Facebook mich dann von diesen dann befreit hat. Facebook ist hin und wieder auch mal gnädig. Ne? Es gibt da so einige Verrückte, die halt Facebook dann löscht, Gott sei Dank. So, heute habe ich 24 Stunden, die mir gehören. Dieses Video habe ich euch gegönnt. Ich feiere jetzt sozusagen digital mit euch den 19.06. So, 62 Jahre, merkt ihr, ziemlich ruhig und elektronisch war es nicht ruhig. Elektronisch war es nicht ruhig von 0:01. Ich hatte sogar um 0 Uhr hier Besuch. Also so ist es nicht. Ja? Und dieser Besuch war dann bis 12:30 hier. Ich bedanke mich total und recht herzlich, dass er da war. Der hat heute eine Fotosession, deswegen konnte er nicht. Fand ich ja schon mal nett, dass er wenigstens um 0 Uhr hier war und mir gratulierte und dann die ganzen Laudatien, die da per digital vollzogen. So, also noch einmal, im Jahre 2020 konnte ich 40 Jahre Beruf, 10 Jahre vor Ort diesen digitalen Shop. Ich selber Vollendung von über 60 Jahren. Und jetzt im Jahre 2021 auch. So, mit 62 vollendet. Wenn ich Glück habe, wäre ich jetzt 63. Also wie gesagt, wenn ich 65 werde, mache ich einen riesen Wahnsinnsclip. Das ist jetzt auch schon programmiert. Wenn, dann mache ich es für mich selbst im Notfall, wenn da was geschehen sollte. So, warum ich heute nicht feiere, ist klar, das Wetter ist ein bisschen hot. Wir haben 30 Grad, während den Dreharbeiten jetzt hier schwitze ich mir auch einen weg. Das ziehe ich auch gleich wieder aus. Ihr dürft mir glauben, das ist warm hier. Auch hier die Pläte ist schon pitschenass da oben. Aber egal, ich mache dieses Video für euch, weil ich mich bedanken möchte. Ihr wisst genau, wen ich jetzt meine. So, ich bedanke mich total recht herzlich, dass ihr wirklich an mich gedacht habt. Dass ihr mich angerufen habt. Ja? Wie ihr seht, ist das für mich eines der größten Geschenke, weil ich brauche keine Geschenke, wenn man über 60 wird und wenn ich das große Glück haben sollte, 66 Jahre alt zu werden, merkt ihr schon im Text, 66 Jahre fängt das Leben an, Udo Jungs, ja, und alles mit Sahne. Es ist so, wenn man die 60 überschritten und wenn man solche Hammer-Jubiläen gefeiert hat, 40 Jahre Beruf, 10 Jahre alleine in einem Shop, für Menschen da gewesen, ja. Ja, und wenn man dann auch noch 60 selbst sieht, was man in den 20 Jahren des ersten Lebens sozusagen, die ersten 20 Jahre komme ich drauf, wegen meiner Tochter zum Beispiel. Ich sag auch, wenn du 25, noch hat sie ja Zeit, wenn du 25, dann feiern wir, ja. Schulte Brömmelkamp hat heute auch irgendwie 40 Jahre Hochzeitstag, kann nicht sein, er tut nur so, er ist nur ein junger Spund, aber egal. Was ich sagen möchte, ich bedanke mich heute am 19.06. Für die ganzen Laudatien, für den ganzen Spaß und einen wunderschönen Tag zu haben für sich selber. Also zum ersten Mal bin ich wirklich tatsächlich 24 Stunden alleine. Weil die wichtigsten Personen waren ja schon da und die wichtigsten Personen haben ja schon gratuliert. Und ja, leider sind natürlich auch wichtige Personen leider nicht mehr da. Und deswegen sprach ich auch von Götz George, der heute am 19.06. verstorben. Ich meine, so ein Tag, jeder Tag, euer Tag, wenn ihr Geburtstag, könnt ihr ja mal selber mal gucken, was war denn da? Na, was ist denn da Besonderes? So, ich habe eine Menge, also wenn ihr den 19.06. Geburtstag eingeht bei Google, dann seht ihr mal, und wenn ihr dann einen Herrn Johnson seht, einen Herrn Gaddafi seht und dann die beiden Nobelpreisträger und. Also was da so los war. Naja, natürlich könnt ihr auch historisch den 19., also euren Tag, ihr seid ja für mich wichtiger wie ich jetzt hier. Das ist jetzt zwar mein Erinnerungsvideo, gedreht am 19.06.2021, 60 Jahre alt. In vollster Erinnerung, es war super. Ja? Ich hoffe, dass ich mit 65 genauso einen super tollen Geburtstag feiern kann, wie ich mit 60 gefeiert. Gut, es gibt kein Pfefferkorn mehr. Ich hoffe, dass der Inhaber Helmut, dass es ihm dann auch noch gut geht. Dann ist er nämlich schon
weit über 70 und geht auf die 80 zu. Mein Kumpel sozusagen ist dann 55, meine Frau ist dann auch 55, meine Tochter ist dann 25, wenn ich 65. So, wir haben also noch fette 3 Jahre, die ich jetzt in Erinnerung, also irgendwann sieht man ja dieses Video und schaut sich dieses Video an. Ich hoffe, ich habe es gut zusammengezaubert, dass ihr auch Lust hattet, dieses Video zu sehen. Ich bedanke mich wirklich bei jedem einzelnen Zuschauer, dass er ein Zuschauer war, egal in welcher Form auch immer. Dafür oder dagegen, weil das Leben ist bunt und wir sind bunt und wir sollten uns an dem Tag, dieser eine Tag in eurem Leben, das sind eure 24 Stunden, das sind eure 24 Stunden, die euch gehören. Und wenn ihr mal so Zeit habt, so wie ich jetzt hier, wenn auch in einem sehr heißen Raum hier, hier ist über 30 Grad und ich bekomme schon etwas Schwierigkeiten mit meinem Sauerstoff, also ich bin schon ganz schön am Dampfen hier. Aber egal, darum geht es ja nicht. Es geht darum, der 19.06. soll in Erinnerung bleiben. Derer, wie gesagt, der Johnson hat feiert. Ich möchte nicht wissen, wie der heute feiert. Ne? Der Johnson, der Premierminister von London. Ja? Gedenken an Götz-George, der halt heute verstorben. Und diverse andere, die heute verstorben. Könnte ich mal, also gebt doch einfach mal in Google ein, an dem Tag, wo ihr geboren, wer da verstorben oder wer da Wichtiges oder was Wichtiges geschehen. Also ich habe ja hier 24 Stunden, 7 Tage die Woche Elektronik und das gute Stück RKI heute sogar, wunderbare News, bla bla bla. Also heute der 19.06. bleibt in Erinnerung. Blutgruppe 0 haben die besten Karten. Ja, also der 19.06. ist immer was, muss ich jetzt nicht wiederholen. Ja, mal Gutes, mal nichts Gutes. So, noch einmal. Der 19.06.2020, trotz Corona, trotz ganz alleine, deswegen bin ich es gewohnt, jetzt auch 2021 alleine zu sein. Nicht wegen Corona, ich dürfte ja jetzt feiern, aber wir haben also, wie gesagt, 2020 Corona-Jahr gehabt. Ich bin Ü60 geworden. Und also ich habe also das 60. Lebensjahr total vollendet. Jetzt habe ich das 62. Jahr total vollendet. Sehe mit 63 auf die 65. Und mit 65 werde ich sicherlich ein Knallbonbon machen, so oder so. Das habe ich auch gestern eben hier gesagt, mit 65 als Rentner möchte ich dann doch. Und mit 66 mit Sahne, ist klar, und dann vieles noch machen. Ja, dann hat man ja noch 4 Jahre vor sich, dann ist man 70. Dann mache ich dasselbe sicherlich wie meine Kollegen, die jetzt über 70. Ja? Der eine ist 72, also 10 Jahre älter wie ich, und der andere ist 10 Jahre jünger wie ich, der ist 52. So, ich meine, ich finde es toll, einer ist 10 Jahre älter, einer ist 10 Jahre jünger und ich bin mittendrin. So, 50, 60, 70, finde ich toll. Und wenn man so in der Erinnerung schwelgt, so wie jetzt, ich heute, und euch daran teilhabe. Ich lasse euch an diesem 19.06. teilhaben, jeden Einzelnen von euch, weil viele von euch haben ja heute auch Geburtstag. Die gratuliere ich. Ich meine, ich habe euch ja schon gratuliert. Ich habe euch ja was geschickt, weil bei Facebook wird man ja darauf hingewiesen. Und wenn man Google googelt, dann sieht man ja auch, wer am 19.06. So. Und jeder weiß, dass der 19.06. meistens so ein Wetter hatte. Die Krönung war einmal an der Ostsee, werde ich nie vergessen, um die 45 Grad. Da war ich, glaube ich, 17 Jahre alt. Fand ich das auch nicht so lustig. Weil es war warm und abends kam dann der große Kracher. Und es war ein Zeltlager, wo wir gefeiert haben. Und wir mussten in den Zelten bleiben, weil es richtig fett gegossen hat. Ja? So, ich hoffe jetzt, dass es nicht fett regnet. Und wenn, dann bitte nachts, ja, von mir aus am 20. Da habe ich nichts gegen, dass es sich mal abkühlt. So, das war ein Spontan-Video. Wie gesagt, ich habe es hergestellt, auch zur Erinnerung für mich persönlich, dass ich am 19.06. Mit 62 in Vollendung ein Video gemacht. Ich meine, mit 60 habe ich ja auch tolle Videos gemacht, das Oldtimer
das Restaurant und die Verabschiedung. Also, ich werde 60 nicht vergessen, ist klar. Ich werde alle meine Geburtstage nicht vergessen, das geht gar nicht, weil in einem Sommer kann man gar nicht so feiern, da feiert man auch nicht so. Und wenn, natürlich habe ich im Sommer natürlich auch hammertolle Geburtstage gefeiert, weil man die Leute ja alle einladen kann. Und bei dem Wetter sind die Leute ja. Und wenn die dann in einem Garten oder in einem luftigen Restaurant, okay, bei mir war es auf der Terrasse, in einem riesen Wald, aber egal. Deswegen erinnere ich mich. So, ich erinnere mich aber auch an meinen Geburtstag 2002, wo alles beendet wurde, wo das Leben verändert wurde, wo man jetzt 22 Jahre sozusagen in diesem Zyklus Geburtstag feiert, alleine, 24 Stunden für sich, komplett alleine. Man ist ja nicht alleine. Na, man hat ja das gute Stück, merkt ihr, zum ersten Mal ist Ruhe. Ihr dürft mir glauben, das gute Stück hat nicht aufgehört von 0:01 bis vorhin. Ich habe zum ersten Mal Glück, ein Video machen zu dürfen, ohne dass das gute Stück ständig das Video unterbricht. Das ist halt auch ein Highlight, was ich jetzt hier aufgezeichnet. Zum ersten Mal feiere ich einen Geburtstag für mich persönlich. 24 Stunden, 100% alleine, 100% für sich selber und freut sich dann wirklich tatsächlich ab dem 20., 21., ja, volle fette 3 Jahre zu kämpfen, das zu vollziehen, was er sich wirklich heute wünscht von ganzem Herzen. Ich wünsche es mir wirklich von ganzem Herzen, dass das wirklich alles so funktioniert, dass ich mit 65 wirklich in Rente meinen Job noch habe, meine Freunde noch habe, meine Bekannten noch habe, auch vielleicht so ein super Wetter, auch voller Erinnerungen. In den 3 Jahren wird sicherlich viel passieren. So, 3 lange Jahre, toi, 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 3 lange Jahre, wo vielleicht irgendwas Gutes, sehr Gutes, was Fantastisches vollzogen wird. Das ist mein Wunsch, das ist mein Traum. Ich erinnere mich natürlich jetzt hier, früher dürfte mir glauben, hätte ich sowas gar nicht machen können, es war immer voll. Es war immer voll, es war immer was. Ja? Meistens habe ich die Leute eingepackt, sage ich, komm, ab zum Rhein, ab aufs Schiff, lass uns essen, lass uns trinken, lass uns freundlich sein. Ihr dürft mir glauben, die Geburtstage waren immer Stress. Sie waren Stress und sie waren teuer. Aber ich werde sie niemals vergessen. Alle, die wirklich tatsächlich an diesem besonderen Tag immer dabei waren, die um mich herum waren, ja? Alle Personen, ob sie gut waren, ob sie schlecht waren, dieser Tag war immer. Ja? Besonders natürlich fette 30 Jahre. Fette 30 Jahre bei Karstadt, da wurde jedes Jahr gefeiert. Ja? Jedes Jahr wurde es an deinem Tag so richtig, da brauchst du gar nicht arbeiten. Ja? Also an dem Tag, da war immer. Ja. Und ich weiß noch, 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre hat es auch richtig was gegeben bei Karstadt. So, heute in Vollendung 62, 63, ahoi, freue ich mich natürlich auf 65 in 3 Jahren. Da werde ich mich vielleicht auch daran erinnern, ich weiß es nicht, weiß nicht. Ich weiß nur eins, mit 66 gibt es Sahne, das weiß ich. Also mit 66, da werde ich auch einen Pudding kaufen. Das weiß ich, so oder so, egal. Ich erinnere mich an die gesamten Jahre. Also 454, am 19.06. hatte sogar ein König Geburtstag. Und der König hatte London, Schottland, also England, Schottland und Irland, war er der Boss. Musst du mal reinziehen, am 19.06. vor 454 Jahren. So, dann war Herr Gaddafi. Ihr kennt noch Herrn Gaddafi. Ja? Dann Nobelpreisträger, Regisseure, Schauspieler. Ich meine, die sind nicht so weltberühmt. Ja? Aber Götz George zum Beispiel, die verstorben. Ja? Das war schon. Ein paar Tage vorher hatte nämlich Oliver Hardy als Doof von Dick. Auch Schauspieler, sein Geburtstag, er wäre 136 Jahre geworden. Also ich meine schon, also im Juni ist schon eine Menge an Menschen. Ach, wie gesagt,
365 Tage, mit Schaltjahr 366 Tage, ist immer eine Persönlichkeit auf diesem Planeten gewesen. Ja? Und deswegen machte ich das Video. Ich möchte mich einfach bei euch allen mal bedanken. Du siehst dieses Video, du kennst mich nicht, du guckst, was hat Ellen da an, ist okay. Ja? Und die anderen, die das hier alles kennen, die genau wissen, wer ich bin, bedanke ich mich, dass es euch gibt. Ich habe auch gerade einen Pieper bekommen. Ihr kommt vorbei, bringt Shampoos mit. Na? Ich finde es toll. Also, sie kommen vorbei hier, da haben sie mir gerade gesagt, hier auch mit Foto, da hatte ich den da geschickt. Wir kommen vorbei und bringen Shampoos mit. Das machen die wirklich. Na? Die haben da wirklich lustige Sachen schon gemacht. Ich hatte also auch schon mal einen Geburtstag, da stand ich voll in Konfetti. Na? Also, das hatte ich also auch schon. Ja. Da regnete es Konfetti, ich glaube 50 war das. Ne? Ja, wenn man so, mit 10 hatte ich Spaß, 20 war auch nicht schlecht, da kann ich mich dran erinnern, das war in der Diskothek, wurde da gefeiert. Ich meine, das sind natürlich die Jahre, wo man sich gerne dran erinnert. 30 und 40 war auch genial und 50 war halt so ein Schlag in den Nacken. Ist so, keine Ahnung, hat sie sich so ergeben. Also wir haben mit 50 noch gefeiert, aber das war ein Schlag im Nacken danach. Jetzt seht ihr ja über 60, Ruhe, gelassen. Ich mache sogar Videoclips. Ja, ich sage jetzt zu mir selber, Happy Happy Birthday to you. Und für alle, die heute am 19.06. Geburtstag, ich grüße euch. Feiert schön. Ist egal, welcher 19.06. ist. Es ist egal, welches Jahr es, auch wenn du heute geboren wurdest oder gerade Frischling wurdest. Wenn du verstehst, was ich meine. Also alles, was am 19.06. Gutes, nicht Gutes, sehr Schönes, weniger Schönes, also das gesamte Kompendium, das gesamte Paket wünsche ich jedem am 19.06. Ja? Und ich habe dieses Video auch für mich persönlich gemacht als Erinnerung, dass es mich auch mal gegeben hat. Wie lange, weiß ich nicht. Ja, ich würde mich natürlich tierisch freuen, wenn heute mein 90. wäre und ich würde immer noch mit der Kamera arbeiten, würde mich natürlich freuen. Gebe ich ganz, also 100 muss nicht sein, aber 90 wäre fein, wenn ihr versteht, was ich meine. Wenn nicht, auch egal. Wichtig ist für mich heute, dass ich diesen oder beziehungsweise dieses Video gemacht habe zu meinem 62. vollendet und ab morgen die 63 leider begleite, bis ich die vollende. Und dann habe ich ja nochmal fette 2 Jahre. Mit 65, meine lieben Freunde, werde ich sicherlich einen riesen Knaller, irgendwas werde ich haben. Und mit 66 erst recht. Und wirklich mit Sahne, da werde ich auch das Lied raussuchen, das dürft ihr mir glauben. Nur jetzt, hier und heute, ist es das erste Video, was ich gemacht habe. Und diese 24 Stunden Ruhe genießen werde und in den 24 Stunden sicherlich schöne Sachen, denn heute auch am 19.06. war ein super Film gestartet. Manche mögen es heiß. Dieser Spielfilm wurde also am 19.06. auch auf den Markt geworfen. Manche mögen es heiß. Und ich bedanke mich noch einmal, der junge Mann, der hier gesessen, so jung ist er nicht, aber er weiß Bescheid, wenn er das Video sehen soll, hat er mir 2 CDs geschenkt, ja, aus dem Jahre 1959. Und einmal war es Musik, die 1959 der Hit überhaupt war, dann Elvis Presley, ist klar, 69, als Erinnerung als 10-Jähriger, 79 als 20-Jähriger und so weiter und so fort. Und ja, und dann halt der Niedergang nach 50 ist so. Das Jahr 2002 war nicht so schön, muss man durch. Ich hoffe, 2022 wird in Erinnerung schöner. Und ja, wenn ich Glück habe und ich sitze hier 29, mit 70, okay, wenn ich Glück habe. Wenn nicht, ist es eine wunderschöne Erinnerung. Eine Erinnerung an Cobra 11, eine Erinnerung an RTL 1989.
ja, man hat vieles erlebt, man war bei vielen dabei und 62 Jahre kann mir keiner klauen. Kann mir keiner klauen. Die sind vollendet, die sind jetzt hier auf diesem Clip verewigt und zum ersten Mal diese Ruhe. Kein Gepiepe. Ich meine, ich habe im Moment, es kann sich gleich ändern. Aber bitte nicht jetzt. Jetzt, wo ich dieses mache, Ruhe. Na, also, ich habe alles voll. Bei TikTok ist voll. Bei Telegram ist voll. Ja. Sprache. Und die habe ich noch gar nicht abgehört, die Sprachnachricht. Ja. Okay. Alles klar. So, bevor das Ding hier doch piept und dieses Video unterbricht, ich habe gerade so wunderschön Laudatien mich verewigt und ja, es hat unheimlich viel Spaß gemacht mit euch, unter euch, 62 Jahre, es hat so viel Spaß gemacht im Büro, 40 Jahre, also insgesamt 50 Jahre, aber gemessen dessen, was gut war, 40 Jahre. So, es hat unheimlich viel Spaß gemacht, die fetten 10 Jahre in diesem Shop und das alles. So, es sind jetzt 2 Jahre ins Land gezogen, 2020, 2021, diese beiden Jahre sind nun mal Corona-Jahre und fand ich nicht so lustig. Einige freuen sich, dass sie geimpft wurden wie die Weltmeister. Meiner einer freut sich nicht. Er darf hier ganz viele Tabletten essen. Ich finde das gar nicht lustig. Deswegen impfen darf ich nicht. Ich erinnere mich, ich habe nur noch 20% Herzleistung. Ich muss jetzt hier aufhören. Die Hitze schlägt also doch zu. Ja, ist halt so. Ich bedanke mich total und recht herzlich, wirklich, für die wunderschönen 62 Jahre voller wunderschönen Erinnerungen. Und jetzt sind wir ja digital, da sind die Erinnerungen so durchwachsen, bespeckig, weil vieles sich nur noch elektronisch abspielt. Ja? Man bekommt also nur noch virtuelle Geschenke, man bekommt also nur noch virtuelle Laudatien. Ich meine, ich finde es super toll aus allen Himmelsrichtungen, ob das Cobra 11 war, ja? Schauspieler auch gerade. Ich finde das super, sie erinnern sich, ey, da war doch was, ey, wie geht's dir? Ich habe leider keine Zeit. Haben sie nie, aber egal. Es ist der Tag halt. Ich spreche jetzt aber auch von euch. Wenn ihr euren Tag habt, versteht ihr? Und da müsst ihr mal, wenn ihr euren Tag habt, müsst ihr einfach mal da so, ne, ihr habt da jetzt die Möglichkeit. Geht mal rein bei Google, was da alles los war. Welche Berühmtheit auch. Ich meine, ein Herr Johnson, ein Herr Gaddafi, ist schon eine Hausnummer, Nobelpreisträger, ja. Es ist schon, ne? Okay, ja. Sogar ein Diktator. Ein Diktator, ne? Ja. Muss nicht sein, aber ist halt so, ne? Der 19.06. Ladies and Gentlemen, danke, danke, danke. Macht's gut. Ich bedanke mich total recht herzlich, dass es euch gibt.